Ich euch helfen. Um euch die Wahrheit zu sagen, vor ein paar Tagen habe ich ein Mädchen vor ein paar Monstern gerettet, als ich außerhalb der Stadt auf Patrouille war. Doch sie rannte fort und hat nur diesen Schuh zurückgelassen. Ihr vermisst die Eigentümerin des Schuhs. Es war Liebe auf den ersten Blick. Könnt ihr in Arusan nach ihr suchen? Ihr könnt erst den Schneider zum Schuh befragen. Vielleicht kann er euch einen Hinweis geben. Ihr habt euch verliebt. Gut, ich werde mich darum kümmern. Ja, da haben wir die Quest angenommen. Alle mögliche. Bisschen hier verringert. Kriegen gerade einen Schweißausbruch. Das geht gerade einfach nicht mit der Hitze. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal hier wieder unterbrechen. Aber wir haben ein bisschen gecraftet, das ist doch schon mal gut. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao! Willkommen zurück zu Perfect World International. Ich begrüße euch heute ganz herzlich beim Alliiertenlager, wo wir jetzt ja anfangen sollten zu farmen. Beziehungsweise mache ich ja erstmal hier ein paar Quests fertig und dann fange ich erst richtig an zu farmen. So war das gedacht. Dazu buffen wir uns und überlegen uns, was für Quests wir gerade. Ich gucke gerade hier in die Liste rein und überlege gerade, was für Quests wir eigentlich machen müssen. Die müssen wir doch bestimmt auch irgendwo töten. So. Gucken wir mal aufs Geschehen. Sehr motiviert heute Skills zu benutzen anscheinend von mir. Sollte ich allerdings auch anwenden, definitiv. So, ich glaube die Musiknote musste ich von den... Genau, von den Skilllaunch Matrosen. Erhalten wir die verlorene Musiknote, die ein NPC wieder haben wollte. Ja. Gibt es irgendwas Neues heute? Schwierig. Ich glaube, ich habe ein paar Lags. Ne? Ist alles gut. Frame-Einbrüche können wieder daran liegen, dass ich im Hintergrund noch... Heißt es denn, hier wieder am Rendern bin, ja, und meine Gedanken schweifen heute wieder sehr stark ab. Hier sehen wir ein paar Kräuter, Mammutholz brauchen wir ja nicht mehr. Kranichkraut können wir nehmen. So, dann kriegst du eine Blutung von mir. Eine Blutung, ja. Und dann mieten wir dich auch einfach mal um. So. Von den Lupin Berserkern sollen wir die Überreste des alten Pferdes sammeln. Das ist aber auch nur noch ein Monster. Hier muss man natürlich drauf achten, die sind wirklich alle aggressiv und auch so eingestellt, dass sie Gruppenangreifer sind. Genau. Und ja... Jetzt habe ich auch so wieder einen Heilpot genommen, supi. Ich wollte eigentlich einen Mana-Pot nur nehmen. Okay, passiert. Nehmen wir das Kranichkraut auf, wie gesagt. Wir haben jetzt schon eine mystische Klaue erhalten. Und das darf ich nicht wegschmeißen. Gut. War nämlich kurze Zeit am Überlegen, was das sein sollte. Ja, genau. Von wegen, ich muss ja eigentlich farmen. Sollte man vielleicht auch sagen, wieso ich farmen muss. Also nein, was ich hier farmen möchte, würde ich behaupten. Das sollte ich vielleicht mal ansagen. So, bei den Lupin Berserkern erhoffe ich mir konzentrierten Kleber, genau, die droppen konzentrierten Kleber zu finden. Aber wir haben eine Quest fertig. Wir haben die Überreste des Pferdes gefunden. Also von den Lupin Berserkern hoffe ich mir, eine konzentrierten Kleber zu finden. Von denen, den ich jetzt angreife, die sind eigentlich nicht richtig auf meinem Plan, aber die droppen halt auch, wie er hätte gedacht, Seidenfaden, wie es die meisten dieser Monsterarten tun. Deswegen
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, warum hier Level 20er Monster sind. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Hier sind irgendwie Level 20er Monster. Ich denke mal, das ist halt auch, hat auch was mit einer Quest zu tun, mit einer bestimmten, aber ich weiß nicht wie. Ist ja auch egal. Und von dem Drachental Hexspray erhoffe ich mir noch auch ein Seidenfaden, glaube ich, droppen die. Seidenfaden oder auch ebenfalls konzentrierten Kleber. Von den Saphir-Turus-Haien Don hoffe ich mir grobes Fell. Und ihr werdet sicherlich bemerkt haben, dass diese Items, diese, die wir auf 2-Sterne-Items hochstufen müssen, im Level 40er-Bereich ist. Und dann fragt ihr euch sicherlich, warum ich das nicht erst mit Level 40 plus mache. Das liegt einfach ganz daran, dass in diesem Levelbereich die Monster so nicht mehr existieren. Weil es gibt ja in dieser Database, kann man nämlich nachschauen, welches Monster die höchste Droprate hat. Und das sind halt jetzt irgendwie Level 36er, 37er Monster und deswegen befinden wir uns zurzeit hier. So. Bis jetzt hatten wir noch kein Glück, aber ich habe mir noch überlegt, dass ich wirklich separat auf meiner anderen Figur, auf meinem Mystica noch ein bisschen mitsammle, weil die ist einfach auch schneller im Töten und damit level ich auch nicht so weit voraus, was ich denke mal auch durchaus vom Vorteil ist. Aber sollte ich es wirklich schaffen, alle hier alle Sachen alle Manufakturfertigkeiten auf Level 4 zu kriegen, ist das hier, wäre das hier meine erste Figur, mit der ich das schaffen würde. Das müssen wir ja jetzt auch ein bisschen zelebrieren und anerkennen. Also zumindest ich muss das machen für mein Ego. Die tun ganz schön weh. Deswegen mit dem Mystica hat das halt auch ihren Vorteil, sie kann sich selbst hochheilen, die ist schneller und sie hat noch das Pet dabei und wirklich die Leute, die ein Tier haben, auch die Buparie, mit denen kann man super gut farmen, weil man einfach nicht selbst getroffen wird. Aber Assassinen sind halt, ach, oh, was Assassinen, sage ich schon, Bogenschützen sind aber auch eine der wenigen Klassen, die gut im PvE sind. Bis jetzt haben wir nicht wirklich Glück gehabt, überhaupt irgendein Material zu finden, aber ich bin da zuversichtlich. Ja. Und wir müssen gar nicht erstmal die Lupin Berserker töten, glaube ich. Wir haben immer noch die Musiknote gefunden und Kerzen müssen wir auch noch sammeln, richtig? So zumindest, oh. Das wird jetzt sehr gefährlich für mich. So. Alles gut. Landen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt möchte ich natürlich gerne mein Geld wieder haben. Deswegen fange ich jetzt an, den nochmal anzugreifen. Aber jetzt ist halt dieses Chaos nicht da. Wir wissen ja, was bei diesem einen toll, bei dieser einen Quest, dieser Überlebensquest passiert ist, wo jede 30 Sekunden oder so ein Monster spawnt. Das habe ich schon nicht hinbekommen. Und hier ist auch... Der hat jetzt zwar viel gedroppt, aber auch keinen mystischen Kleber. So. Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal natürlich darauf, die Quests fertig zu machen, damit ich für mich in Ruhe farmen kann. Ich denke mal, das ist natürlich auch verständlich, aber so habt ihr halt schon mal ein bisschen das Feeling, wie es farmen wäre. Und wir sehen, ich nehme jetzt, glaube ich, was weiß ich nicht, seit 5 Minuten, also bin ich aktiv am Kämpfen. Gefühlt. Vielleicht ist es auch schon länger, ich weiß es nicht. Aber mein Brandfall ist ja noch da, deswegen glaube ich das nicht. Und wir sehen einfach, bis jetzt haben wir kein Material gefunden und deswegen will ich euch das einfach partout nicht antun. Dass ich wirklich sage, ich nehme jetzt auch meine ganze Farm-Session auf, weil mir würden auch die Gesprächsthemen irgendwann ausfallen und ich hätte wahrscheinlich dann 100 Teile oder 50, wo ich nur am Farmen bin. Und ich finde, das ist ja nicht das, was ich vom Spiel wirklich zeigen möchte. Ich möchte ja, was möchte ich vom Spiel zeigen? Ich möchte so ein bisschen einfach, wie man levelt und so zeigen. Ich meine, ja, okay, jetzt zeige ich hier ein bisschen, wie man farmt, aber ich finde, das ist einfach das Unspektakulärste vom Pferd. Ich bin ja ganz,
nervt mich auch ganz ehrlich, das glaube ich auch. Und deswegen. So, da haben wir den ersten Seidenfaden gefunden. Aber immer noch keine Musiknoten. Und ich wollte noch gucken mit den Kerzen. Weiß die Quest hier irgendwo? Nee, irgendwie nicht. Kerzen. Knödel. Gieslot. Muschelhorn. Riecht denn ach, von irgendwelchen Nymphen? Hä, aber man muss doch hier irgendwo Kerzen. Die Quest habe ich doch auch vorgelesen, oder bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt doof, oder was? Hm. Ja, ich denn... Es gibt noch eine Quest, wo man hier irgendwas anderes sammeln muss, nämlich Kerzen. Deswegen bin ich gerade... verwirrt. Aber okay. Wenn er mir natürlich nichts rausspuckt erstmal, dann machen wir die Musiknote und dann scheine ich die Quest auch noch nicht zu haben. Wieso, weshalb auch, warum auch immer? Soll mich nicht interessieren. Ja, ich dachte, er wird sterben und hab gedacht, jetzt kann ich mich buffen. Aber nicht so, und jetzt so droppt er hier viel Geld, was einfach das geilste Item ist, weil viel Geld bedeutet einfach, ist einfach ein Drachenquest-Item für die Drachenquest Level 41. Oder so haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Die tun richtig weh. Ohne Witz, die machen Schaden, den man hier gar nicht so richtig erkennen kann. Weil das einfach so explizit auch nicht angedeutet wird. Aber die tun weh. So, ich mache jetzt die ganzen Debuffs auf ihn drauf und dann ist er auch schon fast weg. Ja, und hat mich, glaube ich, nur einmal geschlagen in der Zeit. Sehr gut. Okay, der hat natürlich erhöhtes Bewegungstempo, das ist natürlich schon cool. Und ich glaube, das eine war gerade ein Crit. Ich habe gerade nicht so wirklich auf dem Bildschirm geguckt, sondern eher auf meine Tastatur. Wir haben immer noch nicht diese verdammte Musiknote gefunden. Ich meine, wir brauchen auch so immer noch Seidenfäden, also wir bräuchten jetzt noch einen. Vielleicht finden wir den auch noch, dann kann ich ein weiteres Mal versuchen, die Spukgrube anzufertigen. Mal sehen. Wie schaffst du eigentlich? Das ist voll der Witz. Der ist einfach tot und schaffst noch zweimal davor, mich anzugreifen. Macht überhaupt keinen Sinn. So. Tatsächlich haben wir den nächsten Seidengefahren gefunden. Das würde bedeuten, ich mache jetzt noch die Musiknote hier natürlich fertig. Gehe dann kurz einmal ins Alliiertenlager. Gebe die Quest, wie gesagt, nicht ab, weil ich mir die Prozente zurzeit sparen muss. Also die XP, die ich erhalten für, ja eh auf den Djinn übertragen wurde, die ich die ganze Zeit farme. Und das würde bedeuten... Wir sind gleich fast tot. Genau. Nein, das wird einfach bedeuten, dass wir einmal die Spukgrube testen, versuchen anzufertigen. Und dann geht es auch schon zum Saphir-Todeshai Don. Wo wir vielleicht auch ein bisschen grobes Fell finden können. Aber am schlimmsten ist zurzeit echt, ich dachte immer, grobes Fell sei das Schlimmste. Aber zurzeit ist tatsächlich konzentrierter Kleber das Schlimmste. Da haben wir ja schon alle drei Items für eben die Handwerker-Manufaktur.
Und wir müssen jetzt noch 8 Gegenstände anfertigen, um eben... Jetzt habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Wir müssen noch 8 Items anfertigen, um eben das auf Level 4 zu bringen. Und das Problem ist, wir brauchen dafür schon 30, ein bisschen mehr als 30 konzentrierten Kleber. Und wir haben jetzt die Musiknote endlich auch erhalten. Wir brauchen ein bisschen mehr als 30 konzentrierten Kleber. Und für die 10 Items, die wir beim Schmied noch anstellen müssen, brauchen wir sage und schreibe. Handy klingelt. Sage und schreibe 40 Kleber. Das heißt, das macht eine Summe von, ja, wir rechnen hier zusammen. Das macht einfach eine Summe von, ja, ich weiß, dass 74, also in meiner Liste sehen 74 Kleber. Das wären natürlich 70 Kleber, die wir jetzt noch bräuchten. Und ja, ich meine, wir haben jetzt schon 19, ich habe auf der anderen Figur 20, das heißt, wir bräuchten nur noch 50, aber das ist schon, das könnt ihr euch denken, das ist schon trotz allem eine immense Summe. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, jetzt kaufen wir nochmal einmal so dieses Item hier, die gelbe Garde, verkaufen diese schweren Armpanzer, das viele Geld, was uns tatsächlich mal ein bisschen Geld reinbringt, mystisches Blut. Und das hier niemals verkaufen. Wenn ich das, wenn wir das, ach, aber da gibt es zum Glück ja noch diese Nachricht, das ist so ein besonderes Item, das ist natürlich gut. Und ich gucke jetzt noch einmal nach, dass ich auch wirklich die Spukgrube herstelle. Ja, wir haben schon die Hose und die Armschiene. Okay, da muss ich wirklich tatsächlich nur noch die Spukgrube erstellen. Dann wollen wir das doch machen. So, Rüstung fertigen. Wie viel Prozent haben wir jetzt schon hier eigentlich? 60. Jetzt hat schon wieder mein Handy geklingelt. Maximal, wer kann, da wir ja nur 4 Seidenfäden haben, kann das ja nur bei 2 liegen. Jetzt wollen wir das mal anfertigen. Jetzt möchte ich einmal was gucken. Das ist ja, das braucht ja... Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, nämlich wenn ich jetzt die anderen Sachen machen könnte... Also die Level 5, ich muss ja jetzt ein Level 6 Item anfertigen, aber wenn ich die Level 4, ne warte, ja doch, die Level 5 Items anfertigen muss, die auch noch für den Level 3er Bereich gehen von der Schmiedekunst, wie viele SMS kriege ich denn hier gerade? Dann brauche ich nur einen Hartkranz Musselin, was natürlich auch wieder Items anspart, aber wir drücken jetzt hier einfach mal auf Start. Ich hole eben mein Handy und ja, bis gleich. Ich bin auch noch so ein Trottel, natürlich hat es nicht funktioniert. Ich bin auch noch so ein Trottel, will mein Handy holen, es liegt eigentlich fast neben mir. Er ist natürlich, diese Spukgrube treibt mich, glaube ich, langsam in den Wahnsinn. Das ist wirklich der Hammer. So, jetzt verkaufen wir die Spukgrube natürlich wieder. Füllen unsere Pots wieder auf 50, das wären 35 bis 50 sind 15 und dann sind, ich hoffe ich rechne jetzt richtig, das wären 20, ja dann stimmt das auch. Kaufen, verkaufen, ja das ist ein seltener Gegenstand, möchte ich trotzdem alles verkaufen, wunderbar. Habe ich jetzt eigentlich Plus gemacht? Ich glaube nicht. Schade aber auch. So, dann geht es jetzt zu den Saphir-Todes-Haidonnen. Da fliegen wir nämlich jetzt ganz bewusst die höchste Flugstufe, aufgrund dessen, dass wir durch ein gefährliches Gebiet fliegen würden. Wir sehen gerade, wir sind hier im Alliiertenlager. Die sind hier oben in der Nähe vom Fischerdorf. Ist halt auch eine lange Strecke. Und da wir so hoch hinausfliegen, werdet ihr eh nichts sehen können außer Himmel. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich hier wieder. Ciao! Oh, ich nehme schon auf. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wir sind angekommen.